Dark Souls 3 ist halt ein bisschen fancier, was Dark Souls 1 angeht, so, aber bei Dark Souls 1, das ist ziemlich schwierig, das Spiel. Die meisten sagen, Dark Souls 3 ist somit einer der einfachsten Teile und Dark Souls 1 einer der schwersten. Warte mal, ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. So schmeckt. Vortrag. Aber was gegen LGBTQ-Kapi? Oder so. Bruder, jetzt mal Real Talk, ne? Piss einen schon an, wie sie jeden irgendwelche Wörter im Mund legen wollen und irgendwelche Sprachen verändern wollen. Aber wenn die ihr Ding machen, lass sie ihr Ding machen, Bruder. Da werde ich niemals was gegen sagen. Ne? Aber es nervt halt, wenn du dir das dauerhaft geben musst, Digga. Schmeckt! Okay. Ne? Deswegen bin ich ziemlich froh, dass das in meinem Stream nicht oft Thema ist. So gut wie gar nicht. Ich habe Tekken 3 gespielt, wo ich 4 bis 5 war. Bruder, ich habe Tekken 3 auch damals gespielt, bloß da war ich schon ein bisschen älter. Ich habe damals so einen kleinen Gaming-Schuppen gehabt, der war, es war im Endeffekt ein kleines Häuschen, was einen Meter neben unserem richtigen Haus stand, so. Und da haben ich und meine Kollegen halt immer drin gesuchtet, so. Und da haben wir dann auch Tekken gespielt, Digga, bis zum Erbrechen, Bro. Bis zum Gebrochensein. Hab 2 Bosse nur gemacht beim ersten. Oha, Bruder, da hast du das ganze Game noch vor dir. Das Ding ist, Chat, ihr wundert euch vielleicht, aber wir haben spezielle Rüstung für den Pisser an. Weil der ist nicht wirklich einfach hier. Den kann man nur parry. Wirklich das Einzige, was man machen kann. Ich will jetzt einfach mal wieder ins Muster reinkommen. Der wird mich komplett zerfetzen, Digga. P2, nur das gespielt. Meinst du Demon Souls? Larry, nee, fick dich, King, du. Zum Glück wurde die Nachricht nicht ausgeschrieben. Wenn du das mit Bits spenden würdest, Digga, würde es mir übelst auf die Nerven gehen mit der Scheiße, ne? Tekken 3, ach so, Digga. Fick. Sorry, war zu wild, dieser Boss beim ersten. Meinst du jetzt Dark Souls oder Tekken, Gabi? Wo Tekken fand ich ja sehr nice. Da konntest du ja diesen King nehmen, den Typen mit diesem Tigerkopf. Und dann gab es noch einen Metal King oder sowas. Und der hat einfach Metallkopf gehabt. Auch als Tiger, aber einfach so Chrom drüber. Sehr fresh. Als 4 war, habe ich ganz andere Sachen gemacht. Wahrscheinlich mit 4 zocken. Bruder, ich muss sagen, ich habe mit 6 schon ungefähr angefangen, ne? Mit 6, 7. Ne? Also, ja. Eigentlich kann man nicht früh genug mit zocken anfangen, ne? Bloß man sollte da nicht komplett versinken drin, ne? Wenn man so ein Schwersüchtiger wird. Bruder, ich krieg auch nie. Na, hinterher! Lass mich Ruhe! Oder hör doch gar nicht mehr auf anzugreifen, for real. Oh, bin ich komplett weggedodged, ne? Habt ihr das gesehen, Chat? Dieser Baummann. Ach, Bruder, du meinst diesen komischen Typen, aber den gab's doch erst in Tekken 5, Digga. Der irgendwie alle Stile konnte, wo du halt, den hast du genommen. Und der war einfach so ein Random-Camper dann. Hab nur manchmal bei meinem Vater gespielt. Oder Tekken habe ich halt viel mit meinen Kumpels damals gespielt, ne? Und da habe ich halt oft, da gab es so einen Drachenjungs. So wie ein Drachen, sowas wie ein Dino. Und seine Spezialattacke war, dass der furzen konnte. Und das habe ich als Kind sehr gefühlt, Digga. Der war nicht wirklich stark, der Typ, Digga, aber ich habe den gerne genommen. Aber es gab auch so einen Panda und so einen Bären. Oha, Digga. Kilo, meinst du, das stimmt, Digga? Da muss ich jetzt aber mies gehen, warte. Ich muss nur auf sein Muster klarkommen, wirklich. Dann ist scheißegal. Das ist alles nur, um mir sein Muster einzuprägen. Na! Oh! Oder piss dich doch! Bin tot. Der tat weh.
Oder er ist OP, der Typ, ne? Oh. Ich muss halt hinbekommen, dass wenn er mich angreift, dass ich mit meinem Schild ihn so wegschlage. Das heißt parieren. Aber wenn ich ihn dann pariert habe, kann ich ihn... Kann ich seine Mutter ficken. So auf gut Deutsch gesagt. Ich sag euch, Chat, das wird so ein Film gegen den Typen. Da werde ich wahrscheinlich jetzt noch ein paar Streams dran sitzen. Der greift ja auch immer so an, als wärst du der Kind seiner Familie, das ist true, Digga. Der tut auch immer so, als wenn ich seine Mutter beleidigt hätte, weißt du? Ist schon schlecht, wenn ich den ersten Mann wirklich parry. Hieß dich doch! Der Wichser. Komm! Oh, das dauert so lange, sein Angriff. Hätte ich vorhin wollen. Lass mich raus! Oh, Digga! Ich bin halt so langsam mit meiner Waffe. Damit irgendwie mit Liegestützen wäre kritisch. Oder dann würde ich nicht nur 100 schaffen in einem Stream, dann würde ich 200, 300 schaffen. Aber wenn du schaffst, ist ein gutes Gefühl, Bruder. Es wird das beste Gefühl. Besser als Sex, Kapi. Der Typ fuckt mich so hardcore ab, Mann. Ich ziehe auch gleich wieder eine Rüstung an. Stirn geschossen hat. Gab's den auch schon in Tekken 3, Gabi? Ich glaube nämlich, du redest über Tekken 5, Bro. Das habe ich damals auch auf PlayStation 4 gehabt. Auf PlayStation 3. Weil da gab's die auch alle. Bloß diesen Drachen gab's da zum Beispiel nicht mehr und so, ne? Warum geht der nicht durch? Hört auch einfach nicht auf, so anzugreifen, ne? Mensch, fick dich doch! Alter Bastard! Er ist so ein Wichser, ne? Bruder, ich hab ihn perfekt geparried! Alle 10 Tode, ein Stück Wodka. Ich auf jeden Fall safe, so, also safe besoffen. Oder ich kann nur noch flüchten, wenn er angreift. Der Typ hat einfach unendlich Ausdauer. Und er braucht 10 Jahre, bis er angreift. Aber wenn er dann einmal angreift, hat er die Todeskombo. Mein Gott. Geile Story. Entschuldigung. Ist das nicht am Ende so, dass der Typ mit den Teufelsflügeln irgendwie der Enkel ist von dem Typ, der das Turnier macht? Die sind da so wie, weiß ich nicht, Yakuza-Mafia ein auf den. Mein Vater mit Eddie macht. Bruder, wer Eddie spielt, hat auch keine Ehre, Kingu. Wer Eddie in Tekken spielt, hat auch einfach keine Ehre, Bro. Eddie hat man damals genommen, weil man keine Ahnung vom Spiel hatte. Weil wenn man da Button gesmashed hat, hat er immer brutale Kombos rausgehauen. Genau wie dieser Bastard, gegen dich die ganze Zeit gerade kämpfe. Genau so eine Kombos hat er rausgehauen. Du konntest nichts machen, der hört auch erstmal nicht auf anzugreifen. Du konntest von keiner Seite ran. Du kannst nur warten, dass er endlich aufhört. Eddie war immer gut für Button Smasher, Digga. Wenn er einfach auf den Controller raufhaust. Ich hau mit der Faust drauf, mit der Faust drauf. Bullshit. Jo. Jetzt, ja. Meine du hobbyloser Spasti. Ah! Oh!
einmal parryen. Komm doch! Bruder, warum kriege ich das? Übertreib doch nicht! Oder wir treffen gerade beide nicht, lass mich. Na, so ein Hurensohn! Ja, ich war genau da. Genau sein Muster gedodged. Ja, meine Mutter spielt auch gar nicht. Sei ehrlich, war dein Vater ein bisschen abgefuckt, wa? Würde ich auch fühlen. Ich will die Kopfschmerzen kicken. Gerade, ich hau mal ab. Mach das, Herr Linde. Ah, Kuss, das vorbeigeschaut, das hau rein. Ja, das musste mir noch reindrücken, das war ja klar. Das war ja fucking klar. Das wird noch lange dauern, bis ich den habe. Kleiner als vier, schmeck. Hau rein, hey. Schönen Abend noch, ja? Mach dich entspannen. Oh, Bruder, piss dich doch. Oh, Bruder, der ist so schnell. Sei mit Musikwunsch, spiel ich hier da rein. Was soll damit sein? Ach, Bruder, das ist so nervig gegen den Typen, ne? Er ist auch mit Abstand der abgefuckteste Typ von allen. Mit Abstand. Hat ein. Oder wir hören auch eh gerade keine Musik. Also keine Waffe. Deine Mom braucht eine kleinere Waffe. Schnauze. Das ist so Bullshit, dass er nicht durchgeht. Digga! Ach, der fuckt so ab, der Typ, ne? Alter. Das waren die beste Rüstung, die ich hier habe. Und die war gar nicht schlecht, ne? Die hat aber nicht so viel Dunkelschaden. Oh. Immer die Scheiß drauf. Abfahrt! Ich muss ihn nur zweimal parryen, dann bin ich eigentlich safe. Weil wenn ich ihn dann mit meiner Attacke treffe, dann mache ich so einen Eingeweideangriff. Dann ziehe ich ihn schon eigentlich die Hälfte des Lebens ab. Kurz Kreativmodus gehen, aus Versehen fand ich Imagine, Digga. Chat, wer hat sich das Ariana Grande Konzert auf Fortnite gegeben? Imagine, Digga.
Oder gönn mir den doch. Ja, ich treffe einfach nicht. Das wird noch lustig, Jungs. Oh Gott. Die ganze Fortnite-Kiste ist ja auch... Wahrscheinlich hast du damit recht geglut, Digga, ne? Für was anderes war es wahrscheinlich nicht gut, ne? Wahrscheinlich hat sich Fortnite so gedacht, Bruder, mashallah, mit Travis Scott lief das auch schon, ne? Mit Werbung machen, dies, das. Wir machen Kooperation, geht wieder durch die Decke. War übelst geiles Event, muss ich zugeben. Ich hab's mir selber nochmal angeguckt, so, ne? Auf YouTube. Haben sie gedacht, mit Ariana Grande machen die genau das gleiche. Die ganzen kleinen Kiddies holen sich ja weiter runter auf dir. Imagine. Wenn der erste Schlag schon reinschiss ist. Bruder, das war perfekt geparried. Ey, das war perfekt geparried. Fortnite, ich habe seit Wochen nicht mehr gespielt wegen fliegenden UFOs. Was für fliegende UFOs, Bro? Wir haben auch jedes andere Gebiet gemacht, ne? Können wir auch diesen Pisser machen. Digga, das ist so zum Kotzen, ne? Können die immer noch Brawl Stars spielen? Kenu, jetzt schieb nicht von dir auf andere, ja? Du bist der einzig Süchtige hier nach Brawl Stars. Oh, der hat wehgetan. Mach es doch! Meine Fresse! Ich seh nix. Danke dafür. Irgendwann müsste man mitsehen, wie viel oft ich bei diesem Bastard sterbe. Kann ich nicht irgendwie einen rufen, der mir hilft? Ich sehe nicht irgendein Zeichen auf dem Boden. Oder ich will den nicht alleine machen. Vielleicht bin ich süchtig nach dir. What the fuck, King Luke? Wolltest du mir jetzt gerade irgendein Geständnis machen? Oder wie sieht das aus? Zass, Digga. Sehr zass, Bro. Mashallah, Digga. Fertig schon offen. Ne? King Luke, Digga. Fertig schon bald hinter dir. Halt einfach so 100 Stunden. 100 wertvolle Stunden. So Bullshit. Es ist so Bullshit, Bro. Stunden drei Streams gefahren. Mashallah, Digga. Nicht schlecht, Bruder, nicht schlecht. Aber geht nicht normalerweise ein Stream von mir schon 5 Stunden? So normalerweise. Das ist so nervig. Mit dem jetzt. Ich raste hier wirklich aus, Alter. Oh, das ist so hart nervig.
Ich mach wieder nicht den Move. Mann. Digga! Bruder, ich habe ihn zweimal geparried. Ich krieg nicht einmal diesen Eingeweideangriff hin. Oh, es ist so nervig. Ja, schade, King Lu, kann man nichts machen, ne? Die echte Watchtime gibt es ja leider nicht, ne? Ich rechne bei nächstes Twitch Recap einfach wieder zusammen. Bei? Ah, so. Aber die May kommt doch erst am Ende des Jahres, Digga. Mach mal entspannt. Bisschen Zeit hast du noch. Bruder, mach es doch! Bruder, ich stehe vor ihm, ich mach einfach den Move nicht. Mensch, lass mich doch mal eine Sekunde. Das war so dumm. Er raste komplett. Fahr mir so VIP. Mashallah, Ferdi. Da bist du nach Apo der Zweite, der endlich mal darauf farmt. Bruder, ich mache ja eigentlich diese Eingeweide-Attacke bei ihm. Aber ich krieg diesen Angriff einfach nicht. Wenn ich den einmal kriegen würde, hätte ich schon eine Hälfte des Lebens abgezogen, ich schwöre. Muss ich auch mal kurz Ringe ändern. Scheiß mal auf diesen Schlangenring. Verstärkt Pyromantie, Fluchresistenz, erhöht die Feuerschadensminderung. Durch den Angriff bei vollen TP. Lass mal diesen Feuerresistenzring da mit reinnehmen, mal gucken, ob der was bringt. Am besten Kern wieder oben links hin. Ach, Bruder, habe ich noch... Ah, sorry, Digga. Das ist, Faye, Digga. Ah, jetzt sollte besser sein. Ich habe auf 2K noch gehabt, Digga, nicht auf Dark Souls. Ich habe da zwei verschiedene Szenen. Mashallah, Ferdi. Ich muss mal wieder Wetten machen, ne? Ich glaube, ich muss auch King Lu einfach bald wieder zum Mod machen. Geht nicht anders. So ein Wichser. Er dreht wieder auf. Oder ich krieg auch. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, der hat jetzt nicht so viel gebracht. Ah.
so ein kleiner Pisser, Digga. Schlimmste Boss, mit Abstand, Digga. Mit Abstand, Bro. Pride Lenny wieder Geschichte. Besser ist das, Digga. Besser ist das. Gib mir doch bitte... Oder ich treffe ihn einfach nicht. Fuck! Scheiß drauf, Jungs. Spiel ist einfach aggressiver. Ich habe jetzt schon fast die Hälfte des Lebens. Fabi, jetzt habe ich früher gehabt, was, weil das gut zum Mod gepasst hat. True, Digga, true. Bist du noch irgendwo anders Mod, Digga, oder wirst du dann nur bei mir Mod? Oder gibt sie mir doch die... Fuck! Oh, Bruder, er hat mich hart zerfickt. Oh, ein Leben. Ein Leben. Nein, ich bin genau rein. Boah, ich hab kurz gedacht, ich hab die geparried. Nur bei Snakes, dem Idiot, da schau ja nicht mehr zu, hab mich für dich entschieden. Boah, du weißt ja selber, dass ich auf jeden Fall nicht gemod haben kann, der halt auch bei den Dulli Mod ist, ne? Das ist ziemlich eindeutig, Bruder. Ne? Das ist ziemlich eindeutig, Bruder. Ich will nicht wissen, was die Leute da erzählen, wenn die das sehen würden. Aber wenn du da eh kein Mod bist, Digga, dann können wir darüber auf jeden Fall quatschen. Weil, Bruder, du weißt ja selber. Ich wollte auf jeden Fall jemanden, der halt ziemlich aktiv die Wetten und sowas macht, weißt du? Und am besten könnten wir ja dann sogar unsere Streaming-Zeiten aufeinander abstimmen, dass ich streame, wenn du nicht online bist und du streamst, wenn ich nicht online bin. Ich immer nur einen Hit machen kann. Na, traurig, Digga. Normalerweise, ich parry ihn ja sogar. Stream eh fast immer ein bisschen früher. Das an sich passt das ja sehr gut schon, ne? Bloß, dass sich das überhaupt nicht überlappt, ne? Kuss, Kuss, Kuss gegen. Er fang jetzt nicht wieder an, hier meine Eiche zu küssen, ja? So, da bin ich wieder. Ja, ja, wegstecken, King. Besser ist jetzt. Maximal TP, maximale Belastung.
Mit der maximalen Belastung bräuchte ich ja jetzt auch nicht. Giftresistenz. Fluchresistenz. Ah, ich brauche Dunkel, ne? Verbringer Verbrauch von Fähigkeiten FP. Verbringer Zauber FP. Was? Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Das ist alles nicht so schön. Och Jungs, es ist so dumm, Alter. Ich weiß nicht, ich habe auch keine guten Ringe, Alter. Nimm einfach den, scheiß drauf. Das Mal, als ich deinen Eich geküsst habe, ach egal. Hey, chill, chill, Kurumi ist da, ja? Was machen so? Ja, Bruder, ich bin immer noch bei dem Boss. Was denkst du, was ich mache? What the fuck? Oh, undankbares Stück Scheiße. Lass mich rein. Na, Bruder, perfekt getroffen einfach. Das ist so nervig. Was ihn noch gar nicht interessiert, wenn ich ihn treffe, ne? Was geht, Mason? Grüße gehen raus. Ah, Gott. Der Ring ist auch ass, Bro. Der Ring ist auch wirklich ass. Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Bruder, ich parry. Das ist das Einzige, was ich abwehre. Mal sehen, der Fluchresistenz. Giftresistenz. Regeneriert FP von kritischen Angriffen. Einfach ausprobieren, scheiß drauf. Schon besser mit deinem Rücken? Ah, es geht, Mason. Einmal danke der Nachfrage, Bruder. Aber, ja, ich habe es heute schon 10 Mal erzählt, Bruder, ne? Aber du sollst auch dran teilhaben, so. Ich habe mir heute überlegt, dass ich versuche, ein bisschen zu zocken, ne? Weil ich ja seit einer Woche nur auf dem Sofa liege. Und, wenn ich halt schon versuche zu zocken, dann kann ich auch streamen, ne? Aber heute kein 2K, Bruder, erstmal sanft angehen lassen, auf ganz entspannt hier. Ne? Ändere vielleicht mal Taktik. Ja, Bruder, in Dark Souls gibt's nur eine Taktik, Digga, wird besser. Gönn doch die Attacke. Fand er nicht so lustig. Bullshit! Oh, rauf! Fuck! Ich seh nix! Oh nein! Bruder, es sind 2 jetzt. Ich kam ja nicht mal mit einem klar. What the fuck? Bist Young Alpha. Kurumi, du bist genau im falschen Moment gekommen, Digga. Ich stream eigentlich immer so bis 15 bis 18 Uhr, wenn ich unter der Woche stream, wenn Schule ist. Das passt, so ein nachtaktiver Rentner. Ja, das ist true, Digga. Gestern bis 4 Uhr gestreamt, weil in Schule ist, oder? Gestern 24er, Digga. Alex, ich glaube, wir lassen das mit. Ja, ich glaube auch, Kurumi, Digga. Ich habe keinen Bock, nochmal eine Woche außer Gefecht zu sein.
Zimmer Stern für 5 Euro Boss überspringen. True, Digga. Würde ich sogar feiern, wenn das jetzt EA wäre. Boah, ich bin ja auch immer ein Fan davon, jeden Boss legit zu machen, ne? Aber der geht mir halt schon echt krass auf die Nerven, Bro. Der geht mir schon krass auf die Nerven. Und ich kann ja auch irgendwie keinen Kollegen irgendwie Bescheid sagen, der mir... Auch nicht von langweilig unter den Stream. Dann wurde mal höchste Zeit, als ich wieder da bin, ne? Gut gemacht, aber. Ja, diesmal kam ich schon besser voran, ne? Muss aggressiv sein, aber es ärgert mich, dass ich hier schon den ersten Angriff nicht kriege. Weg! Übertreib doch komplett, Mann! Fucking Ballerina-Dance!